Hallöchen zusammen und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr eingeschaltet habt und bei Handgraves by Melly das neue Video euch anschauen wollt. Ich habe für heute für euch etwas Neues mitgebracht, das neue Release von unserer lieben Lena und World of Patrons und ein paar Inspirationen und sogenannte Craft Updates mit den Stempeln aus dem neuen Release. Genau, was ich also bis jetzt so schönes gewirkt habe, zeige ich euch eins nach dem anderen. Das Motto vom neuen Release lautet Herbst, also genau passend und im Einklang mit dem kommenden Wetter. Es sind insgesamt 13 Stempelmotiven, einige davon sind also Waldtiere als Charaktere, die man in diversen Szenen setzen kann. Auch ein paar Stempelset für die Szenengestaltung gibt es auch separat dieses Mal. Es gibt 3 Sprüche und das ist so grob meine Aufteilung des ganzen neuen Releases. Und noch einmal für diejenigen für euch, die vielleicht die Marke World of Patrons noch nicht kennen. Die World of Patrons ist eine deutsche, ist kleines Familienunternehmen. Es ist deutscher Hersteller. Alles wird hier in Deutschland produziert. Die Stempeln werden auf sogenannte Gummi hergestellt. Die Stempel werden dann unmontiert geliefert. Dennoch ist die Qualität wirklich wunderschön und mit denen kann man wunderschön die jeweiligen Motiven abstempeln. Es ist wirklich nichts auszusetzen, was die diverse Techniken für die Montage von Gummistempeln angeht, verzichte ich an dieser Stelle, das nochmal zu wiederholen. Aber falls ihr Fragen habt dazu, gerne in den Kommentaren zu diesem Video. Ich versuche euch dann zeitnah eine Rückmeldung zu geben und eure Fragen zu beantworten. Das Ganze gilt auch natürlich nicht nur um die Montage von den Stempeln, sondern auch rund um das ganze Release oder komplett das das komplette World of Patrons Sortiment. So, ich zeige euch einfach mal in einem ersten Schritt das ganze Release, und zwar, das ist immer der Banner, was unsere lieben Lena zu jedem Release so schön vorbereitet, und hier könnt ihr schon ihr könnt einfach hier alle 13 Motive schon mal 13 oder 14, glaube ich sogar, sind es. Moment, ich muss mal selbst nachzählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Sogar 15 gibt es. Also an dieser Stelle muss ich mich korrigieren. Es sind keine 13 Stempelmotive, sondern 15 Stück. Das neue Release kommt am 1.9. im Shop. Ich vermute, ab 10 Uhr ist das alles erhältlich für euch. Also, save the date in dem Sinne, und machen wir mal weiter mit den einzelnen Motiven, was ich euch zeigen möchte. Hier seht ihr eine sogenannte Blanko-Seite, wo alle Motiven einmal so abgestempelt sind in dem Sinne, also digital erstmal. Und hier unten könnt ihr alle 3 Sprüche zu diesem Release euch anschauen. Wir sind ein tolles Bastelteam, haben wir einmal im Herzen frei, bunt und kreativ, und das dritte Stückchen dieses Mal, wir leuchten um die Wette. So, hier haben wir das erste Beispielmotiv von unserer lieben Lena, dieses schöne Glasbehälter, den kann man separat nutzen als Konfitürglas beispielsweise, Honigglas, oder sogar kann man die kleinen Ameisen oder die kleinen Waldtiere hier reinstecken und diverse Szenen damit gestalten. Nur als kleine Info an dieser Stelle für euch. Der nächste Stempelmotiv ist dieser eine süße Fuchs. Übrigens, den Fuchs habe ich in einem Wolf bei mir umgewandelt. Das seht ihr gleich bei mir, wenn wir zu den Craft Updates kommen. Hier haben wir auch ein Fuchs, würde ich mal sagen, weil den habe ich auch bei mir als Fuchs koloriert und die Szene gesetzt. Haben wir hier einen Herbstblumenstrauß mit ein paar Blätter und wunderschöne Schleife.
Dann haben wir hier unseren ersten Stempel zur Szenengestaltung, so wie ich das so zuordne und bei mir auch verwendet habe. Dann haben wir hier die ersten kleinen Waldeinwohner. Dann hier das nächste Pärchen, also von diesen süßen Mäuschen und die Blätter. Hier das Ameisenpärchen. Hier zwei Blätter, auch wunderschön für Szenengestaltung und wunderschön als Ergänzung zu jedem von unseren neuen Stempelsets aus diesem Release. Dann haben wir hier dieses eine, also ich weiß jetzt genau nicht den Namen von dieser Lampe sozusagen, aber auf der Internetseite von unserer lieben Lena wird das dann die jeweilige richtige Benennung von diesem Stempelmotiv geben. Schaut einfach nochmal nach, wenn das neue Release online geht, wie das Ding heißt. Aber für mich ist es eine einfach, ja, wie eine Lampe, aber auf, oder Physialis. Ah, ich habe das jetzt. Ah, das heißt Physialis, wenn ich mich nicht irre. Wenn ich falsch liege, dürft ihr mich auf jeden Fall korrigieren in den Kommentaren zu diesem Video. Das nächste Stempelmotiv, wunderschön für Szenengestaltung, ist diese Pärchen von Champignons sozusagen. Eine süße Hase haben wir hier mit einem Glas, wo es eine süße diese Ameise drin steckt. So, wir haben hier eine süße Eule mit einem Kleber in der Hand. Dann haben wir diese süße Waschbär. Und ich glaube, somit ist das der letzte Motiv, was ich euch so digital zeigen wollte. Wir gehen jetzt zu meinem Craft Update Teil von diesem Video, in dem ich euch zeige, was ich schon so bis jetzt damit gewerkelt habe. Also mein erstes Kärtchen, was ich euch zeigen möchte, ist dieses eine hier mit dem einen von den Stempelsprüchen zu diesem Release. Wir sind ein tolles Team. Ich habe hier mit eine Slimline-Karte gewerkelt. Hier haben wir den Waschbär einmal und einmal die süße Basteleule. Und wie gesagt, das erste Sprüch aus dem Set packe ich mal alles so zur Seite, damit wir genug Platz haben. Ein anderes Kärtchen, was ich auch in diesem, also die zwei habe ich mehr oder weniger dem Thema kreativ sein auch zusammen mit dem Spruch verwendet. Jetzt so gesehen hat die Karte nichts damit zu tun mit dem Herz, aber ich finde es schön, wenn man auch diverse Stempelmotiven auch zu anderen Themen verwenden kann, nicht nur zu dem, was man jetzt erstmal so die gekauft hat, weil das zeigt einfach, dass die Stempelmotiven ziemlich flexibel anwendbar sind, daher auch so ein kreatives Kärtchen, auch passend zu dem Spruch aus dem Set. Jetzt aber eins meiner ersten Herbstkarten sozusagen. Hier seht ihr die süße Stempelset mit den Mushrooms habe ich hier verwendet. Und zwar hier hinten versteckt sich auch noch ein oder zwei Stempelsets sozusagen vom neuen Ries, die süße Hase und der Physialis als kleine Lampe in seiner Hölle. Den Szenenhintergrund habe ich übrigens mit meinen Copics gestaltet und ansonsten der Rest ist ausgestanztes und ausgestanztes. Gestempelt habe ich hier nur die jeweiligen Stempelmotive. Ansonsten der Rest ist ausgestanzt. So, das ist mein zweites Kärtchen zum Release. Ein anderes Herbstkärtchen seht ihr hier mit dem süßen Fuchs. Hier habe ich einen anderen Stempelset verwendet, weil der mir irgendwie so zu der Körperhaltung sozusagen vom süßen Fuchs mir gepasst hat. Enjoy the little things. Und ein weiteres Herbstkärtchen ist damit entstanden. Ich habe euch, als ich euch den Fuchs, also das zweite Stempelmotiv sozusagen von der Reihenfolge her, wie die Fotos
nacheinander gefolgt haben. Also der Fuchs von der lieben Lena habe ich ein wenig ja, zweckentfremdet sozusagen oder umgewandelt in einen Wolf. Und hier seht ihr dann meine Karte dazu. Den Spruch habe ich einfach mal over the moon ausgewählt für diese Karte und dann den süßen Wolf aka Fuchs in Szene gesetzt. So, hier ist mein Kärtchen dazu. So, auch ein anderes Stempelset, was ich ein wenig so zweckentfremdet habe vom Herbstrelease, sind diese zwei Ameisen. Hier seht ihr die zwei Stempelsets, die ich hier habe. Habe ich auch so direkt als Beispiel genommen, damit ich euch zeige, wie groß die sind auch. Und ja, ich habe damit dann die zwei Ameischen in so eine Szene gesetzt und den Spruch dazu ausgesucht. I love lazy days and you, weil die eine Ameise guckt so liebevoll in Richtung von dem anderen Ameisen, habe ich mir gedacht, könnte man damit ein schönes Kärtchen daraus basteln, jemandem ich liebe dich zu sagen. Genau, ein anderes Kärtchen, Thema Herbst, also das strahlt wirklich sehr aus dieser Karte meiner Meinung nach, ist es mit diesen zwei Stempelsets, also Stempelmotiven aus dem Release. Das ist das den Glas und den den Herbstblumenstrauß. Die zwei habe ich so koloriert, als ob wir hier in dem Glas Honig haben und ja, einfach die Herbstfarben mehr oder weniger genommen. Übrigens den Spruch, was ihr hier seht, gönn dir eine honigsüße Pause, habe ich aus einem vorherigen Release von der lieben Lena verwendet und der hat mir jetzt wirklich wunderschön dazu gepasst, weil ich den Glasbehälter so koloriert habe, wie gesagt, als ob es ein Honigbehälter ist. So, gehen wir mal weiter zu meinem nächsten Projektchen. Und zwar, das war jetzt keine Karte in dem Sinne, sondern eine Herbstbox. Hier habe ich auch den süßen, Moment, den süßen, ja, wie war das denn als Tiername? Moment, ich muss überlegen. Igel. So, den süßen Igel. Den habe ich hier beispielsweise zusammen mit diesen kleinen, ja, was sind das, Elche, keine Ahnung, auf jeden Fall mit diesem süßen ja, Herbstpaar in Szene gesetzt, zusammen mit den Blättern. Hier den Mushroom ist auch noch aufgetaucht, die Blätter und ja, damit habe ich dann alles auf dieses eine Herbstbox von mir genannt, positioniert. Und jetzt kommen wir zum fast Schluss von meinem heutigen Video, zu meiner letzten Karteninspiration. Das ist wieder eine Slimline Karte von mir. Ihr wisst ja, ich tendiere dazu, Slimline Karten zu werkeln und das ist dann in diesem Fall auch eine interaktive Karte entstanden mit den zwei Mäuschen und dem Message dahinter ist fun, also Herbst Spaß sozusagen auf Deutsch. Und ja, damit bin ich fertig mit dem Vorzeigen von meiner ersten Inspiration an euch vom neuen Herbstrelease von unserer lieben Lena und World of Patrons. Ich hoffe, damit euer Interesse und Neugier geweckt zu haben. Merkt euch nochmal das Datum. Das neue Release ist im Shop erhältlich für alle ab dem 1.9. um 10 Uhr. Und ja, nochmal eine kurze Info an euch an dieser Stelle. Zu einigen von diesen Kärtchen habe ich auch entsprechende Crafter-Videos with Handcrafts by Meli vorbereitet. Zu welchen genau von all diesen Projekten, die ich euch hier jetzt aufzeige, möchte ich jetzt an dieser Stelle nicht verraten. Wenn euch das interessiert, schaut auf jeden Fall bei mir jeden Montag nach. Da ist mein Posting-Tag für World of Patrons. Ja, also schaut einfach mal vorbei, wenn ihr neugierig seid, wie einige von diesen Kärtchen entstanden sind. Ich wünsche euch schon mal an dieser Stelle ganz viel Spaß mit dem neuen Release von unserer lieben Lena. Ihr seht, alles süßer als das andere. Man arbeitet wirklich sehr, sehr
gern mit den Stempelmotiven, die sind einfach zu kolorieren, die sind wirklich sehr, sehr schön und in einer schönen Größe zu handhaben. Und man kann diverses mit den Werken, also nicht nur Herbstkarten, sondern auch andere zu anderen Anlässen Kärtchen. Ihr wisst ja, wie ich dazu stehe. Kreativität kennt keine Grenzen. Einfach nutzt eure Freilauf von Kreativität und wer weiß, was dabei Schönes am Ende entstehen wird. Ich bedanke mich an dieser Stelle nochmal ganz herzlich, dass ihr rübergeschaut habt. Merkt euch noch einmal, dieses Video taucht sozusagen ein paar Tage vor Release Opening. Aber wie gesagt, damit hoffe ich, euer Interesse zu wecken und euch mal schon erste Inspiration damit zu geben, was man mit den tollen Stempeln von World of Patrons anstellen kann. Ich bedanke mich, dass ihr rübergeschaut habt, wünsche euch viel Spaß mit den neuen Stempeln, bleibt mir gesund und kreativ und bis zum nächsten Mal. Liebe und kreative Grüße, eure Meli. Ciao, ciao!